Ja, moin moin ihr Lieben, hier aus der guten Stube. Willkommen zu einem neuen Klönschnack mit Monsieur Jacques. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, der Monsieur Jacques ist mein Ego-Verstand. Ja, für euch, jeder hat ja von euch auch so einen Teil, mit dem er zusammenlebt, so ein Untermieter. Und vielleicht heißt euer anders. Meiner heißt jedenfalls Monsieur Jacques. Und mit dem Monsieur Jacques erlebe ich viele bunte Abenteuer. Und ein paar davon möchte ich heute einfach mit euch teilen, weil es mir so einen Spaß macht. Und ich merke, je mehr ich über ihn lache, umso komischer wird er. Das gefällt ihm überhaupt nicht. So, also gestern Nachmittag, heute geht es jetzt um Angriff. Ja, heute geht es um Thema Angriff. Gestern Nachmittag habe ich so auf der Couch gelegen und habe nichts Böses gedacht. Da ist er so langsam um die Ecke geschlichen gekommen, hat sich so zu mir gesetzt und dann guckt er mich so an und sagt er, sag mal, Ute, also das Foto, ne, von dir, vom letzten Montag, von deinem Video auf Facebook, dieses Standbild, du siehst aus, als wenn du nicht alle Tassen im Schrank hättest. Und dann habe ich das ganz kurz wir gelassen. Habe ich gesagt zum, ja, Monsieur Jacques, wie ist denn das eigentlich, wenn man nicht alle Tassen im Schrank hat? Weil, wenn alle Tassen nicht im Schrank sind, dann sind sie ja draußen, dann sind sie ja irgendwo. Bei manchen Menschen hängen sie ja dann an der Hake oder sie stehen im Regal. Also wenn ich nicht alle Tassen im Schrank habe, dann ist er ja leer. Und so ein leerer Schrank, ist das nicht wunderschön? Wenn ein leerer Schrank mal im Oberstübs hast, weil dann kannst du ja wieder neue, wundervolle Gedanken in dich reinlassen. Weil, Monsieur Jacques, von dir kommen ja so am Tag 50.000 bis 60.000 Gedanken. Du schmeißt mir den ganzen Müll in meinen Schrank rein. Dann ist er voll, da passt nichts mehr rein. Aber wenn du zu mir sagst, ich hätte ausgesehen, als wenn nicht alle Tassen im Schrank geht, hurra, fitze, fitze, fatze, passt doch, oder? Und da hättet ihr ihn mal sehen sollen, weil normal rechnet er ja immer mit Gegenangriff. Ja, Angriff, Gegenangriff, Angriff, Verteidigung. Und jetzt habe ich halt so mal reagiert. Und er hat mich so süß, so ehrlich angeguckt, so mit so reingeschnappter Miene, weil im Austeilen ist er ganz groß, aber einstecken, das kann er nicht, der Bursche. Ja, dann ist er wie so eingeschnappt die Leberwurst von dannen gezogen. Und ich habe so einen wunderschönen, gemütlichen Abend gehabt. So, heute Morgen hat er dann zum neuen Angriff gestartet. Und ich habe es ja letzte Woche schon erzählt, der hat ja so ein Büro jetzt bei mir im Hinterstübchen. Da hat er sich jetzt so Schrankwand neu gestellt. Und in der Schrankwand, da sind lauter Kostüme drin, weil er sagt, er wäre so vielseitig unterwegs. Ja, das Gefühl habe ich auch, er ist ganz vielseitig unterwegs. Und heute Morgen dann im Bad, als ich so nackig vorm Spiegel gestanden habe, da ist er plötzlich um die Ecke geschlichen gekommen. In einem weißen Overall, hauteng. Stellt euch das mal vor, Monsieur Jacques, hautenger weißer Overall. Man weiß ja schon, wie das aussieht. Und da vorne drauf ein riesen leuchtendes K. So Kritikerkostüm halt. Dann ist er so gekommen, hat sich so langsam bei mir von hinten angeschlichen. Und dann hat er mich so von oben bis unten fixiert. Und ich, ihr lieben Frau, ihr kennt diesen Blick, oder? Kennt ihr diesen Blick? Der lässt da kein gutes Haar an dir. Und dann stand er so hinter mir. Und hat er gerade den Mund aufmachen wollen. Und ich habe aber vorgesorgt. Ich war ja vorbereitet. Ich kenne ja den Gute. Ich habe mir einfach so Gaffertape gekauft, so schwarzes. Das klebt total. Und wie er so den Mund aufmachen wollte, habe ich mal... Und er... Dann ging gar nichts mehr. Er war einfach entsetzt. Und ich habe da gestanden und habe nur gelacht. Ja, hier sind immer mehr Leute heute unterwegs. Ich bin nicht zu Hause. Also, jedenfalls hat er gelacht. Und dann habe ich so, hat er gesagt, ja, dann hat er das Ding versucht abzureißen. Das war so wie so Bartenthaarungsding. Wenn man mit Wachs, mir Frau, uns der Oberliebe Bart entfernen. Das muss gebrannt, aber wie die Sau, da war kein einziges Haar mehr dran. Ja, er hat dann nur gesagt, ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und ich habe gesagt, schon gut, beruhig dich doch. So. Dann ist er eingeschnappt wieder von dannen gezogen und ich habe überlegt, ich mache jetzt so einen Online-Shop auf. Ja, www.egoadieu.de oder besser .com weltweit. So ein Online-Lade, da gibt's dann Gaffertape.
Ja, und zurzeit sind auch Kritikerknebel, Mundknebel sind im Angebot. Also, was wollen wir denn mehr? Wir haben doch alles. Es gibt auch Ohrenstöpsel, Handschelle. Ach Gott, das geht schon wieder in Richtung falsch. Halt so, vergiss das mit dem Online-Laden. Also, ich habe einfach gemerkt, Burschi, nimm ihm einfach mal seine Wichtigkeit. Je mehr wir über ihn lachen, umso mehr verliert er an Macht. Ja. So, ich glaube, das war jetzt heute wieder das Geschwätz von heute für den Montag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ah, ich werde dieses Video auch auf YouTube, ich werde meine Videos jetzt auf YouTube stellen. Ich werde jetzt YouTuber. Da kann ich nur sagen an liebe alle Hater, liebe Hater, liebe Haterinnen, lasst mal gerne einen Daumen nach unten da. Das ist gefundenes Fressen für mein Ego. Ich sag mal Tschüss, ihr Lieben. Adiosi.